Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play L.A. Noir. Ja, wir sind wieder mal hier am Tatort und ich musste beim letzten Mal feststellen, war eine blöde Idee, gerade an der Stelle die Aufnahme zu beenden, weil die letzte Autospeicherung beim Betreten des Tatorts vollzogen wurde. Naja gut, dann habe ich das jetzt halt nochmal nachgespielt kurz. Ich glaube, ich habe noch was festgestellt, was ich beim letzten Mal gar nicht gesehen hatte. Und zwar, weiß ich gar nicht, ob das jetzt nochmal macht. Ja, macht er doch nochmal. Da fehlt was. Denn die haben auch eine der Fahnen geklaut. Weiß nicht, ob das irgendwie von Interesse ist, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Ansonsten habe ich es jetzt nochmal eigentlich genauso nachgestellt wie in der Aufnahme. Und wir haben zwei Ziele, die wir ansteuern können, um diesen Fall weiter zu verfolgen. So, ach, Kollege sitzt schon im Auto, Kollege Bekowski. Na gut, dann mal rein und ich weiß noch gar nicht, wo wir jetzt hinfahren als erstes. Ich würde sagen, wir fahren gleich mal zum Autohaus. Warum nicht? Packard-Händler und Vertragswerkstatt Dewey Brothers. Los geht's. So, mal gucken, ob ich... Also es ist jetzt, glaube ich, 2 Tage her, dass ich die erste Aufnahme gemacht habe. Oder 3? Ich weiß es gar nicht. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have got this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. So, ja, kann ich mir vorstellen, dass das nicht sehr erfüllend ist, das Ganze. 1624 West 3rd Street, 1624 West 3rd Street. Any unit to handle code 3, identify. Okay, das Ganze schauen wir uns erstmal an. Ne, was ich sagen wollte, das ist jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Tage her, dass ich die erste Aufnahme gespielt habe. Na, komm, jetzt entscheide ich mal. Und mal schauen, ob ich das noch so halbwegs intus habe, wie das mit der Spielmechanik funktioniert hat alles. Wofür habe ich denn jetzt eigentlich gerade einen Rangaufstieg gekriegt? Ich weiß es nicht. Naja, wir fahren mal ganz kurz zu dem Fall, der sich da jetzt spontan aufgeploppt hat, bevor wir jetzt zu den Dewey Brothers hinmachen. Nicht doch. Verzeihung? Alles okay? Can we try to spare the general population, please? War keine Absicht, aber der Typ da, der stand auf der Kreuzung und hat es mir versaut. Ich meine, ich fahre ja mit Blaulicht und Sirene, ja, vielleicht nicht mit Blaulicht, aber mit Sirene durch die Gegend. Und die dörpen mir rum wie die Bescheuerten. Also, das ist nicht sehr hilfreich. Wenn ich höre, dass jemand mit Sirene kommt, dann fahre ich irgendwo an die Seite, wo ich ihm nicht im Weg stehe und oder mache irgendwie Platz und fahre nicht voll auf der Kreuzung rum und mache irgendwelche unvorhersehbaren Sachen. Naja, was soll's. Gut, wo ist denn das Ganze hier eigentlich? Es kommt mir vor, als ob es am Arsch der Welt wäre. Kurz auf die Karte geschaut. Ach, okay, das passt ja. Übrigens habe ich jetzt nochmal kurz in die Optionen reingeschaut und es gibt ja die Möglichkeit... Ja, ich komme ja schon, es gibt ja die Möglichkeit, sich auch visuelle Hinweise anzeigen zu lassen auf irgendwelche Beweisstücke, die in der Gegend rumliegen. Gangfight. Okay. 3rd Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir! Klar, wir bringen sie alle um! So, das war's schon mal für die zwei. Nee, was wollte ich denn gerade sagen? Ich hab's schon wieder vergessen. Weiß, ich bin gerade viel zu sehr mit Schießen beschäftigt, um jetzt drüber nachzudenken, was ich gesagt habe vorher. Wo war ich denn gedanklich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hab's wieder vergessen. Sag mal, kann ich da nicht durchschießen? Na gut, gehen wir mal hier vorne in Deckung. Dann sind wir zwar ein bisschen exposed für den hier an der Seite, aber das sollte eigentlich noch gehen. Ach komm, ich geh mal hier vorne hin. So, hol ich mir erstmal den dort. So, wo ist denn der andere jetzt gerade hin? Der hat sich doch gerade hier vom Acker gemacht. Okay, da ist einer. Wie jetzt? Nicht getroffen? Ernsthaft? Doch, ich glaube schon. Ich dachte bloß, der wäre in Deckung gegangen, aber ich glaube, er ist umgefallen. Nee, der steht noch. Also nicht der hier, sondern der da hinten, aber trotzdem.
Was sind denn das für komische Typen? Ich schieße denen in die Brust oder ins Gesicht und die stehen einfach wieder auf. So, jetzt aber. Ruhe in der Kartonage hier. Ernsthaft? Von wo? Ich sehe sie noch gar nicht. Ach, da hinten. Ach Gott, wir sind ja am Arsch der Welt. So, Nummer 1 wäre weg. Stoß noch mal ein Stück weiter vor, damit es nicht ganz so weit ist. Oh fuck, ich hab einen Officer erschossen. Was macht der denn da hinten? Ey, das ist ja gemein. Was hat denn der Officer da hinten gemacht? Mensch, du kannst doch nicht einfach hinter denen auftauchen und mir in die Schussbahn rennen. Wer macht denn sowas? Oh, ich muss jetzt wirklich nochmal da hinfahren? Oh. Muss das denn sein? Ja, passt. Achso, wir sind gleich um die Ecke. Dann ist gut. The Third Street Gang and the Diamond Street Gang. Mexican kids with nothing better to do than howl at each other. But no bloodshed so far. Shit! Hope you brought plenty of ammunition, sir! Und Cole denkt sich, ah, warum immer ich? So, da räumen wir doch mal wieder ein bisschen auf. Also ehrlich mal, das war doch echt nicht klug von dem Bullen dort hinten einfach aufzutauchen. Was erwartet der denn? Was soll denn passieren, wenn er dorthin geht an die Stelle? Natürlich wird er von irgendjemandem auszusehen erschossen. Wir haben echt keine Ahnung, die Leute. Ah, Mist, das war nicht so gut. So, die Waffe hier vorne interessiert mich doch irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Waffen aufheben können. Auf jeden Fall lade ich erstmal nach. Hallo, ich hab dir in den Arm geschossen und du gibst den Fick drauf. Ah, mit Q, okay. Gib mal her hier. Das probieren wir doch gleich mal aus. Oh, nett. Ach, da hinten kommen die erst an, die Bullen. Alles klar. So, Feierabend. Mensch, beim letzten Gegner habe ich versaut vorhin. Egal. Car 11K calling KGPL. I need an ambulance at 1624 West 3rd Street. Code 4. Shots fired and suspects are down. Roger on the ambulance 11K. All units be advised, code 4 on the major 415 on West 3rd Street. Suspects are down. Man hätte vielleicht mal zusagen müssen, wie viele es sind, wie sie verletzt sind und so weiter, aber naja, was soll's. Ich bin ja auch der Meinung, einige sollten definitiv tot sein, weil ich ihnen den Kopfschuss verpasst habe. So, jetzt aber mal wieder auf den Fall konzentriert. Wir sind ja eigentlich für andere Sachen hergekommen. Die Dewey Brothers waren ja eigentlich von Interesse jetzt gerade. Ich habe auch gelesen, dass einige Kritiker gemeint haben, ja, es wirkt deplatziert mit den Schießereien und den Verfolgungen. Es wäre so eine Konzession den GTA-Spielern gegenüber. Kann ich mir vorstellen, eigentlich bräuchte es das nicht unbedingt. Das könnte man durchaus auch weglassen. Aber gut, ich finde es jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt, dass das mit drin ist. Das macht das Spiel jetzt nicht seltsam. Um es mal so zu sagen. Also ich meine, es passt ja insofern, weil Cole ja auch eine Militärvergangenheit hatte. Deswegen ist es ja nicht ganz unlogisch, dass er auch in Schießereien ganz gut wegkommt. Auch wenn wir natürlich hier ganz schöne Massenmörder sind. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass man dann einfach reinrennt und alles umbringt, wenn irgendwo ein Gang War ist. Weiß nicht, ob das jetzt damals so die übliche Methode war, damit umzugehen. Ich würde es ja irgendwie anders machen. So, wir versuchen es mal ohne Unfall. Die Bremsen funktionieren zum Glück ganz gut. So, da sind wir doch auch gleich da. Wunderbar. Ampeln gelten nicht für mich. Ich bin Polizist. Und da sind wir bei den Dewey Brothers. Autohaus Dewey Brothers, 14.44 Uhr. Don't tell me, let me guess. You're making your way past the lot
caught sight of the new model four-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. Sympathisch. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Was für ein äußerst netter und vertrauenswürdiger Mensch. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt unbedingt zu der Firma, also warum der jetzt denen gehören muss, dieser Schraubenschlüssel. Er kann ja auch einfach hier hergestellt worden sein. We keep all our tools in here. Naja gut, wahrscheinlicherweise wird er dann wohl fehlen. Be my guest. Ah, der Rote. Ich sehe es doch schon, da fehlen zwei Rote. Ne, drei sogar. Und zwar einer mit roten Dingens dran. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. So, wir schauen uns mal explizit die Roten an. Give us some alone time, Dewey. Go sell some cars or whatever it is that you do. Nein, das passt nicht. Eins weiter runter, bitte. That's not right. Genau, das wollte ich doch. So, den nehmen wir auch noch. Der sollte dann wahrscheinlich hier unten hin. Genau, und der Dreiviertel ist es dann wohl. Muss ich jetzt wirklich noch die gelben dran setzen, Cole? Muss ich es wirklich tun? Ich kann dir jetzt schon sagen, dass es Gabriel Delgado ist. Na gut, wenn du meinst. Dann setzen wir die auch noch drauf. One left. Ja, du weißt sowieso, dass es einer mit rotem Band ist, der am Tatort lag. Aber was soll's. Gabriel Delgado is missing a three-quarter. Gut, schön. Haben wir das rausgefunden, zu wem der gehört. Gut, mit diesen Bändern, mit diesen Farbbändern dran, es macht ja schon dann doch Sinn. Also man findet es ja dann doch sinnvollerweise raus. Kann ich hier mit dem reden? Nee, ne? Oh, zieh mal einer an. Ist das irgendwie von Interesse? Optimistic, Cole. Ja. Na gut. Lass mal das liegen, aber vielleicht haben wir noch irgendwas anderes hier. Bevor wir dann mit dem Mr. Dewey reden. Ein Hammer? Inwiefern ist der denn von Interesse? Not everything here is going to be relevant. Ah, nämlich gar nicht, okay. So, noch irgendwas anderes. Sieht bald gar nicht so aus, ne? Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, bevor wir in den Gang War sind. Ja, man kann die visuellen Hinweise auf weitere Beweisstücke sich einstellen. Ich habe das aber bewusst jetzt nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, dann wird es zu einfach. Doesn't give me anything to go on. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Spalteisen oder sowas, hä? Nee, ich glaube, dann wird es einfach zu einfach, wenn wir schon von vornherein sehen, wo noch irgendwas liegt. Ich will ja auch ein bisschen selbst knobeln hier dabei. Kann man mit denen irgendwas machen? Nee. Ach doch. No good. We need diplomatic plates. Okay. Und deswegen habe ich das jetzt bewusst ausgelassen. Das Einzige, was ich jetzt mal umgestellt habe, ist, dass diese Ermittlungsmusik aufhört, wenn wir alles gefunden haben. Dann müssen wir zumindest... Aha, jetzt sind wir komplett durch und müssen nicht mehr sinnlos suchen. Das ist ja schon mal was. So, hier hinten wird es wahrscheinlich nichts weitergeben. Da ist der Mr. Dewey, genau. Zu dem wollte ich ja eigentlich nochmal. If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars. But this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Ja, ganz bestimmt. Dieser Gesichtsausdruck gehört eigentlich, also es kann natürlich sein, dass die es jetzt nicht deshalb eingebaut haben, aber dieser Gesichtsausdruck gehört eigentlich zu der Kategorie "Ich lüge". Das ist, ich glaube, das ist die einzige Mimik, die ich kenne von diesen Mikroausdrücken. Gibt es ja auch diverse Fachmänner auf dem Gebiet. Mikroausdrücke, woran man dann eine Lüge erkennen kann, wenn jemand am Lügen ist, weil man die unweigerlich macht und sich unweigerlich für kurze Zeit das Gesicht verzieht. Und die Mundwinkel so nach unten ziehen, das ist eigentlich ein typischer Fall von Lüge. Da ich aber gerade, glaube ich, keinen Beweis habe, dass er den nicht kennt, ich wüsste zumindest nicht was,
Nee. Drum nehme ich mal nicht Lüge, sondern Anzweifeln. I've had just about enough of you, Dewey. What's the angle with Valdez? The embassy bought the car. When it comes in for service, Valdez picks it up. That's it. Okay, dann war das jetzt wahrscheinlich falsch. Was soll's? Gehen wir mal auf Delgados Verbleib ein. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Oh, muss ich schon wieder anzweifeln? Ja, ich glaube schon. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Aha. Das würde mich jetzt aber mal interessieren, wieso. Jetzt einfach nur, weil... Dieses Bild ist auch schön, oder? Da unten links. Einfach nur, weil er nicht aufgetaucht ist oder hat er irgendwas Böses gemacht? Ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt bei der Verbindung von Valdez die Wahrheit da angenommen hätten, dass wir da irgendwas Tolles rausgefunden hätten, noch ehrlich gesagt. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt großartig gelogen hat. So that's it. Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Okay, das war auch falsch. Na toll. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. Das lief ja nicht so gut. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Okay, das lief jetzt scheiße, gebe ich zu, aber ja, das mit dem Gesichtsausdruck habe ich ja erklärt, warum ich da auf Anzweifeln gegangen bin. Das ist halt das Problem, es ist ein Spiel und das macht es dann ein bisschen schwierig, das wirklich vernünftig einzuschätzen, weil irgendjemand, der das Spiel programmiert hat, gesagt hat, an der Stelle hat er den Gesichtsausdruck und aus dem Gesichtsausdruck soll man dann mit Schlussfolgern das und das denkt er sich dabei. Blöderweise denken halt nicht alle Menschen gleich und das ist halt doch ein bisschen was anderes, als wenn man in Natura jemandem gegenüberstehen würde und er irgendwelche Gesichtsausdrücke bei der Befragung an den Tag legt. Von daher finde ich das ein bisschen schwierig. So, ich glaube, hier haben wir aber auch wirklich nichts drin, ne? Wie kriegen diese... Achso, hier ist ein Garagentor. Ich wollte schon sagen, wie kriegen die Leute immer die Autos in die Häuser rein? Aber wenn ein Garagentor drin ist, dann ist okay. Ach, ich würde das jetzt gern nochmal wiederholen, muss ich zugeben. Kann man das nicht irgendwie... Was heißt erneut starten? Muss ich dann den ganzen Fall nochmal erneut starten oder ist es bloß die Szene? Der Gesamtfortschritt, der aktuelle Fall. Ich will ja nicht den Fall neu starten. Ich will eigentlich bloß die Szene hier neu starten, aber das scheint offenbar nicht zu gehen. Übrigens können wir auch hier schön Kostüme wechseln, das können wir auch gerne mal machen. Zum Beispiel hier Chicago Lightning. Treffen wir besser, okay? Bin ja mal gespannt. Nee, der ist hässlich, den will ich nicht. Nee, den will ich nicht, den will ich nicht. Lass mal hier die 4. Du schlägst Teller zu und kannst mir einstecken. Ach, warum nicht? Komm. Die Krawatte sieht zwar auch ein bisschen pornös aus, aber was soll's. So, machen wir uns wieder auf den Weg. Bei der nächsten Befragung versuchen wir uns mal wieder ein bisschen besser anzustellen dann. So, und ich gehe erstmal zu Delgados Wohnsitz. Letzte bekannte Adresse von Gabriel Delgado. Auf geht's. So, oh, hat sogar noch gepasst vor der Laterne. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch rumkomme. So, ich kürze mal hier lang ab. Why don't you use the siren? Ich habe doch eine Sideway benutzt. Examiner about the Navy developing three-dimensional movies. What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is y and horizontal is x. Well, that's clear as mud. Third dimension would be z. So, things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talking in color. Look what we have now. Das ist ja ein besonders intelligenter Mann, den wir da haben, huh? Na gut, das liegt da halb auf dem Weg. Das können wir nehmen. Ich glaube, da sollten wir schon so halb dran vorbeikommen mit. Oh, hier vorne mal rechts rum. Huh! Gott, diese Autosteuerung ist echt interessant. Nennen wir es mal interessant.
Also man kommt schon mit klar, muss ich sagen. Es fühlt sich halt nur unglaublich unecht an. Es erinnert mich halt wirklich so ein bisschen an GTA Vice City und also die älteren 3D-GTA-Teile, wo auch wirklich so eine direkte Steuerung war. Es wirkt halt, als ob man ein Spielzeugauto steuern würde, so ein bisschen. Gut, egal. Schauen wir mal, ob wir wieder jemanden erschießen müssen oder ob wir diesmal jemanden verfolgen dürfen. Go ahead, KGPL. Was haben wir denn heute? Kisten füllen leicht gemacht. Yes, sir. Damn! Why these places have so much preparation age? Ich glaube, heute darf ich prügeln. Da habe ich einen richtigen Anzug an. Ooh-wee. Benny's give me speed. Ach, rennen, okay. Na dann. Na, kletter, komm schon. Get the hell down from there, you lunatic. Oh, juhu, mal wieder nach oben. Es ist immer schlau, von jemandem nach oben zu flüchten, weil man ja auch so unglaublich viele Möglichkeiten hat, von da wieder wegzukommen dann, ne? Aber die kennen sich auch immer alle unglaublich gut aus auf den Baustellen, über die sie flüchten. Was hat der denn gerade für einen Superhuman Speed an den Tag gelegt hier? Hab dich! So, gut ausgewichen. Och, das ging ja schnell. Ach stimmt, wir schlagen ja härter zu, hab ich schon wieder vergessen. Gut. Das hat funktioniert. Okay, dann können wir uns jetzt wieder auf den Fall konzentrieren. Ich glaube, diesen kleinen Straßenverbrechen bin ich besser als in allem anderen. Hey, beende deinen Nahkampf, ohne deinen Hut zu verlieren. Das finde ich gut. Ja, war wahrscheinlich der erste Nahkampf, in dem ich wirklich mal nicht getroffen wurde. Bisher habe ich ja dann immer am Anfang mich erstmal treffen lassen, weil ich erstmal wieder reinkommen musste in diese Steuerung. Die ist ein bisschen merkwürdig. Man muss, um überhaupt im Kampfmodus zu sein, die rechte Maustaste gedrückt halten. Und geht mal weg hier. Und wehrt dann mit der Space-Taste ab, beziehungsweise weicht aus, wenn man im richtigen Moment die Space-Taste drückt und sie nicht schon vorher gedrückt hält. Das ist, ach so, über dem Tunnel dann wahrscheinlich, ne? Wie komme ich denn da hin? Ah, hier kann ich doch bestimmt irgendwie hoch. Komme ich hier hoch? Naja, nicht so richtig. Ja, wer hat denn diese Stadt gebaut? Das ist ja schief alles hier. Ah, Entschuldigung. Nee, ich bin ein Bulle. Bullen fahren so. So, jetzt sind wir aber an der richtigen Stelle. Schauen wir mal, ob der Herr Delgado zu Hause ist. Achso, nebenan. Okay. Delgados Wohnsitz. 15:22 Uhr. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. Haben die vielleicht was damit zu tun? What the hell is this guy doing? Nö, mit denen können wir nicht sprechen, okay? Hätte sein können, dass die schon irgendwie mit dazugehören. So, Kuckuck. Jemand zu Hause? Zufälligerweise? Where do you see a number 3 marked on that door? Ich wollte einfach mal klopfen, Entschuldigung. Stimmt, ich habe gar nicht am Briefkasten geguckt. Wo hast du das jetzt gesehen? Hat das der Typ gesagt, der Dewey? Oder wie sieht das aus? Geh mal weg. Denn hier hängt ja heute mal kein Briefkasten rum, ausnahmsweise. Ah, hier. Okay. Gehen wir mal dahin.